Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. 2014. Zwei wunderbare Sets aus der Arktis-Serie von City 60034. Das war der Arktis-Helikopter und die 60062, das große Arktis-Schiff. Ganz genau so ist es. Wir haben ja gerade erst über die 60036 gesprochen, das Arktis-Basislager. Das war das größte Set, was ich als Händler ordern konnte. Dieses Set hier war exklusiv, das heißt, es gab es nur bei Lego oder bei den mittlerweile alle pleite gegangenen Versagern. Und das hier allerdings war der Topseller der Serie, der 30 Euro kleine Heli. Und den gab es, ich hatte auch drüber gesprochen im anderen Video, als eine Promotion-Aktion für 20 Euro. Deutschlandweit. Und 20 Euro ist ein Knüllerpreis für das Ding. Absolut. 100. Und das Ding lief dann als vorgeschlagene UVP von Lego für 20 Euro für eine gewisse Zeit. Ein, zwei Monate. Ist auch ungefähr der Gebrauchtpreis aktuell auf eBay, den man dafür zahlt. Dieses Set hier ist, und deswegen spreche ich ja so häufig über diesen Schwachsinn mit der Exklusivität, vor allem bei Spielsets. Sowas Dämliches. Dieses Set hier für 100 Euro hat ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall als das Arktis-Basislager, vollkommen klar. Und es gab ja auch die 60014, das war die Küstenwache. Die hatte exakt den gleichen Rumpf, nur in einer anderen Farbe. Und der Rumpf war ja auch nicht neu für dieses Jahr oder irgendwas. Der kam 2008 schon raus, bei der Küstenwache da schon. Da war irgendwas mit so einem kleinen Türmchen und so weiter. Der Rumpf, den gab es in grün bei Chima, den gab es in allen möglichen Varianten. Und der ist auch immer noch unterwegs, sagen wir mal so. Ja? Das heißt, dieses Schiff war der schlechtere Deal. Die Küstenwache 60014 hat nur 70 Euro gekostet und war im freien Markt verfügbar. Das heißt, die gab es immer mit ordentlichen Rabatten. Das hätte hier nicht. Und das ist vielleicht in dem ersten Moment nicht so wahnsinnig schlimm, obwohl man sagt, die Preis-Leistung ist schlecht. Aber vor allem geht es um die Verfügbarkeit später. Dieses Set ist kaum verfügbar jetzt. Die Neupreise sind durch die Decke gegangen, schwachsinnigerweise, obwohl es nichts bietet. Das zeige ich euch gleich. Ich habe mal geguckt, was bei eBay los ist mit abgeschlossenen Angeboten, also mit beendeten Angeboten. Es gibt kaum welche. Und es gibt so ein paar, ja, da fehlt viel und dafür was anderes rein, irgendwie für einen Hunderter etwa gebraucht. Aber über eBay oder Amazon an das Ding ranzukommen, ist fast unmöglich. Geht über Bricklink. Denn Bricklink nimmt in dem Moment einfach Händler aus dem Ausland. Kauft es dort vollständig, nachgeprüft mit Inventory und gebraucht natürlich und dann aus irgendeinem Markt um Deutschland herum. Kriegt ihr das Ding für 120, 130 Euro ohne Probleme. Komplett vollständig, vielleicht keine Box dabei, aber der Rest passt. Aber es ist diese Schwachsinnigkeit in Legos Vertriebsstrategie, die auch überhaupt keinen Sinn ergibt, in irgendeiner Front. Dass leider dieses Schiff, denn Schiffe sind beliebt, sehr, sehr vielen vorenthalten bleibt. Sehr schade an der Stelle. Egal, aber wie gesagt, falls ihr Bock auf so ein Schiff habt, guckt nach der alten Küstenwache. Ist der bessere Deal auf jeden Fall. Und war wahnsinnig gut verfügbar. Und dementsprechend sind die Preise niedrig, das passt schon. So, aber jetzt hier. Weg mit Legos Ideen. Wir sprechen jetzt über die Produkte. Die machen immer wesentlich mehr Spaß. Ich brauche erstmal Platz, deswegen kommen die Kartons weg. Das hier ist ein Standard 30 Euro Karton. Da gibt es keine Überraschungen, aber Abenteuer auf der Rückseite, nichts, von dem man sich fürchten muss. Und hier seht ihr wieder, worüber ich gesprochen habe, wie die Tüten aufgeteilt sind. So, und dazu natürlich dann die 100-Euro-Box. Auch hier einmal die Übersicht. Und dazu die Abenteuer, auch wieder hier wunderbar genau gezeigt, was ihr alles bekommt. Und hey, so ist es. Selbstverständlich, bei so einem Set gibt es Figuren oder bei solchen Sets. Es sind 7 beim Schiff und nur 2 beim Helikopter tatsächlich. Und die 2 beim Helikopter bekommt ihr sowieso schon beim Schiff dazu. Deswegen habe ich sie hier und hier einfach zueinander gestellt. Es sind die identischen Figuren. Ja. Es ist vielleicht der Gesichtsausdruck ein bisschen anders. Aber ansonsten, ähnlich wie bei dem Basislagercamp, habt ihr einen Forscher, ihr habt dann Piloten, ihr habt dann Leute, die mit der Kamera und ein paar mit der Axt rumhacken. Und hinten natürlich nochmal ein Schiffskollegen, ja, alle dabei. Aber das ist, ja, ich würde mal sagen, Standard-Basis-City-Figuren, die ihr für 1 Euro das Stück oder 1,50 das Stück bekommt. Figuren sind kein Thema in irgendeiner Form, außer ihr wollt irgendeine spezielle Lizenzfigur haben, die dann auch noch von Lego schlecht bedruckt ist. Aber gut, so, und jetzt geht es natürlich um das, was ihr bekommt. Das hier gehört zum Helikopter.
Der Rest gehört zum Schiff. Und der wichtige Punkt ist jetzt, Schiff gucken wir uns natürlich gleich an. Das ist einmal das. Ich habe auf das Schiff ein bisschen was draufgeladen. Da ist ein kleiner Heli noch dabei. Und da sind hier noch diese beiden Cargo Pods dabei. Die gibt es auch noch. Ist auch gleich noch was runtergefallen. Und wir haben hier vorne noch einen kleinen Schneemobil-Vieh-Ding. So, das heißt, das Schiff entladen ist wirklich relativ wenig im Vergleich zu dem, was ihr hier bekommt. Der Spielwert konzentriert sich tatsächlich hierauf. Das Schiff hat ziemlich wenig zu bieten eigentlich, bis auf den Rumpf. Der ist natürlich der Punkt. Und schau mal, machen wir so. Ich messe diesmal vorher ab, oder? Was meint ihr? Komm, einfach nur mal kurz, um euch eine Idee zu geben. Wir haben 42 cm in der Länge beim Schiff. In der Höhe bis zur Antenne so ungefähr 19 und über die Breite mit allem drum und dran sind es so etwa 11 cm. Hier das Mini-Basislager hat so 13 mal 7 mal 9 oder 18. Kleinkram. Und dann gehen wir doch hier noch an den großen Heli. Und der hat eine Gesamtlänge von mit Flügel alles so 39 cm. Die Flügel selbst haben 31 cm und die Höhe hier sind so 16 cm. Der Rest, denke ich, ist tatsächlich kleineres Zeug. Das ist jetzt nicht so dramatisch wichtig. Seht ihr ja auch im Verhältnis ungefähr, wie sich das dann hier bewegt. So, und jetzt packe ich das hier doch mal weg und wir fangen doch mit dem Schiff an, dann kann ich das auch nach und nach beladen. Hat natürlich einen wahnsinnigen VIP-Gast an Bord, wie sich das gehört. Das ist der Rumpf, wie gesagt, ihr kennt ihn, da ist nichts Spezielles dran. Wir haben hinten den Heliport, das sind alles natürlich Aufkleber, die ihr da seht. Das Schiff schwimmt, ja, Boden ist komplett geschlossen, schwimmt das Schiff. Und wir hatten ja auch noch dann früher die Möglichkeiten, dass man kleine Motoren kaufen konnte und die konnte man noch anschließen an Sets, das hat aber Lego eingestellt. Söhrchen, das ist es. Jetzt haben wir, wie gesagt, alle Details, die ihr seht, sind Aufkleber. Wir haben hier vor allem natürlich das, dass man es runterklappen kann, denn das ist ja ein Arktisschiff. Das heißt, wir gehen ja ans Eis und natürlich möchte man dann runter und auf dem Eis rumflitzen und möglicherweise seinem Freund, dem Eisbären, Hallo sagen. Also, das kann man drehen, kann man runtersetzen. Wir haben, ich nehme es jetzt mal kurz auseinander, wir haben hier vorne die Möglichkeit, den Anker zu lichten und ihn natürlich fallen zu lassen. Wir haben hier ein bisschen Radarschüsselchen. Das hier kann man auch aufklappen, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Und wir können die ganze Geschichte hier abnehmen. Damit wollte ich jetzt mal starten, damit ich euch zeigen kann, wie das innen wirklich aussieht. Es sind einfach nur zwei Betten. Das war es auch tatsächlich mit jeglicher Art von Detail. Hier hinten hatte ich die beiden Cargo-Pots nebeneinander hingestellt. Hier, schon wieder weg, diese Dinge. Davon passen da zwei nebeneinander. Und hier war das kleine Schneemobil drin und hier hinten dann der Helikopter. Was ihr noch habt hier vorne, wo das Schneemobil hinkommt, habt ihr unten drunter noch den Maschinenraum. Ja. So, das ist der Rumpf. Jetzt haben wir auf dem Rumpf diese Kabine hier, die Brücke. Und die könnt ihr aufklappen und dann könnt ihr reinschauen. Da seht ihr einen Sitz mit Prinz. Das sind Prinz. Die Slopes darin, die ihr jetzt hier seht, das sind Prinz. Aus irgendeinem Grund ist das hier hinten offen. Der schließt sich für mich nicht wahnsinnig. Klar kann man jetzt auch versuchen, hier hinten noch eine Minifigur reinzusetzen. Dann hätte man aber einfach oben das Dach auch nicht nur klappbar, sondern einfach abnehmbar gestalten können. Und jetzt haben wir hier diesen Bogen. Und wenn man das hier wieder hinsetzt, hat es zur Folge, dass da quasi, dass das hier einfach so offen ist. Und ich verstehe nicht ganz den Sinn davon, außer dass es sehr, sehr merkwürdig aussieht, hat das überhaupt keinen Effekt. Und dann hätte ich auf das sehr merkwürdige Aussehen verzichtet und hätte das ein bisschen schöner gemacht. Naja, hier natürlich, das ist super, dass das hier so übersteht. Das sind ja mittlerweile Standardteile, die überall verbaut sind. Aber 2014 war einiges davon noch auf jeden Fall sehr spannend. So, dann gehen wir weiter zu dem kleinen Lager, was wir da dabei haben, was wir auf beiden Seiten aufmachen können. Wir haben drin wieder die Untersuchungsstation für Kristalle. Wir haben auch einen kleinen Kühlschrank, in dem ein Kristall liegt. Und hier vorne haben wir noch ein bisschen Werkzeug. Die ganze Sache ist wieder aufgebockt. Das passt natürlich identisch zu der 60036, bis auf das Thema, dass die Technikelemente zum Andocken hier an den Seiten nirgendwo sind, sondern nur hier oben. Und achso, seht ihr das eigentlich hier mit dem Licht? Ja, es geht so. Also das Orange hier oben hat sich definitiv anders verhalten als das Orange an den Bricks, aber das ist
Das kennen wir ja häufig, weil es unterschiedliche Arten sind, wie die Teile hergestellt werden. Es ist nicht dafür gedacht, einfach die Basisstation zu erweitern. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie quasi alles integriert und eingeflochten ist. Dann haben wir eine Menge Kleinkram, der aber natürlich, jetzt nochmal, das ist kein Display-Set. Es ist kein Set, was man sich in den Schrank stellt und sagt, oh, und dann ist es irgendwie großartig, sondern es soll einen möglichst hohen Spielwert bieten. Und natürlich brauchen wir dazu dann so Geraffel. Das sind dann Kleinigkeiten, natürlich hier schöne Strahler, hier einen kleinen Funkturm, Gasflaschen, alles Mögliche, noch ein paar Schneeschuhe. Einfach nur, um den Spielwert zu erhöhen mit dem Einsatz von Kleinigkeiten. Und es funktioniert eigentlich sehr gut, finde ich. Deswegen so viel wie möglich. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das ist ja das auch... zeige ich euch gleich hier an dem kleinen Heli. Haben wir diese Möglichkeit, wieder etwas hochzuheben. Und da kann dann irgendein Cargo rein. Da kann natürlich auch hier eins von diesen Eiskristalldingern rein oder diese Kisten immer beigelegt werden, um irgendwelche Arten von Werkzeugen oder sonst was zu transportieren. Dann haben wir hier so einen kleinen... Seht ihr den? So, einen kleinen... so einen Schneeschieber, der auf den Gummireifen läuft. Die tatsächlich, diese Ketten sind auch noch sehr... beweglich und entspannt. Die haben noch nicht so wirklich einen Standschaden oder irgendwas gekriegt. Über 10 Jahre finde ich gar nicht schlecht. Auch hier haben wir den Haken dran, der muss natürlich dabei sein. Und das hier kann man tatsächlich kippen und abnehmen. Also ein kleiner Kipplader. Und wir haben hier vorne dann noch die Schneefunktion. Erstmal kann man das heben und senken und man kann es dann auch noch vom Winkel her einstellen. Je nachdem, wie man den Schnee wegschieben möchte. Ja, großartig. Das kleine Ding hat keinen Platz auf dem Schiff. Ist nicht geplant. Das steht beim Basislager. Dann haben wir hier diesen Eisblock, in dem natürlich auch wieder ein Kristall lauert. Das wird vorne dran gesetzt. Das passt soweit. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil das so absteht. Hätte ich gerne noch eins gerade gesehen und dann schräg erst. Ja, ist ein bisschen schade, dass das nicht abschließt. Aber ich glaube, die Idee ist... Der Spielwert steht im Vordergrund. Der funktioniert, aber interessante Idee, das so zu machen. Und dann haben wir hier einen kleinen Helikopter, der wirklich nochmal eine Runde kleiner und sparsamer ist als beim Basislager. Dadurch wird er natürlich nicht hübscher. Und wir haben hier unten dann die Möglichkeit dieser Winde, um dann alles anzunehmen, was halt oben diese Ösen dran hat, rangehoben, weggehievt. Ab dafür ein kleiner Mini-Helikopter. Dann hier das Mini-Schneemobil. Da gibt es gar nichts zu sagen. Zweimal Fels. Wir haben wieder... ein Polarbären dabei, ist exakt der gleiche wie im Basislager, kann mir den Fischli futtern, das kennen wir. Und wir haben dann hier die wunderbaren kleinen Huskies. Fokus auf die Huskies. Fokus, 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 Fokus auf die Huskies. Und das Interessante ist, schaut euch mal die beiden Huskies vorne an, die sehen unterschiedlich aus. Der eine hat einen fransigen Kopf, der andere nebendran hat einen runden. Das heißt, die werden tatsächlich, auch die Ohren sind immer mal anders. Seht ihr vor allem, ich hoffe, ich kann es euch zeigen, von der Rückseite, die sind mal heller, mal dunkler. Auch mal links und rechts hell und mal auf beiden Seiten eher dunkler. Das heißt, die werden tatsächlich irgendwie so ein bisschen wahlloser angesprüht. Was aber ganz witzig ist, denn wenn man jetzt, ich habe jetzt gerade hier 12 von diesen Huskies, dass das wenigstens ein bisschen unterschiedlich ist und nicht alle exakt geklont aussehen. Das ist eigentlich ganz lieb. Hinten das Ding ist Standard. Aber das ist eine ganz nette Sache. Fällt einem, finde ich, erst auf, wenn man, wie gesagt, eine gewisse Masse da stehen hat und auf einmal merkt, das sind Unregelmäßigkeiten. Natürlich bei dem Gesicht hier, dass das eine absolut glatt ist und die anderen haben diese Fellfranseln, das sieht man ein bisschen besser. Also, Huskies, Polarbär, Fischli, das ist sehr wichtig und dann viele Kleinigkeiten zum Spielen. Kommen wir nochmal kurz hier rüber. Brauche ich euch nicht zeigen. Sieht ganz klein wenig anders aus. Es ist der gleiche Husky-Schlitten, selbstverständlich, der ist dabei. Man kann nie genug von diesen Huskies haben. Wobei die dann danach, das 2014, ich glaube 15 oder 16, kamen die Huskies das erste Mal in den Adventskalender, dann kamen sie nochmal in den Adventskalender und ich glaube, dann kamen sie nochmal in den Adventskalender. Das heißt, diese Huskies liegen unter einem Euro das Stück mittlerweile, neu, aus Deutschland, vom Händler. Weil einfach die Masse, wenn was in den Adventskalender kommt, ist es vollständig entwertet. Adventskalender werden, City-Adventskalender, die gingen früher für 20 Euro raus und meistens wurden sie dann Mitte, Anfang Dezember irgendwas, die Ecke, gingen sie dann an uns Händler von irgendwelchen Großmärkten für 10 Euro das Stück, brutto. Und dann hat man davon ein paar gekauft und hat halt die drei Figuren rausgeholt, hat die verkauft und dann waren halt Huskies dabei. Hast du 500 von den Kalendern gekauft, hast du halt einen Sack voll Huskies.
Daher die Menge im Markt immer noch 10 Jahre, naja gut, nicht 10 Jahre später, weil die Adventskalender waren, war der letzte mit Husky 20, glaube ich, oder so. Es sind Massen an Huskies im Markt. Gibt überhaupt kein Problem. So, und danach haben wir hier noch diesen Kollegen. Und dieser Kollege, ich zeige es mal kurz, das Konzept ist eigentlich dort hier unten. Es ist ein, so ein Schwerlasthelikopter-Ding, was auch immer. Rescue auf jeden Fall natürlich. Und der hieft dann das hier so weg und sieht natürlich cool aus. Dadurch, dass er diese grundsätzliche Hebetragefunktion hat. Gefällt mir. Gefällt mir auch bei diesen großen Star Wars Schiffen, die ATTs hochheben können. Die sehen ja auch immer so cool aus. Ich mag das, ich mag es von der grundsätzlichen Idee. Sieht irgendwie mächtig aus. Das hier ist jetzt nichts Besonderes, einfach nur so ein kleiner Pot. Kann man natürlich auch hier so Gerätschaftenkiste reinpacken. Man kann zwei Eiskristalle nebeneinander setzen, da geht ein bisschen was mit. Was war hier ein Gussfehler, den ich an diesem Lego-Teil hatte? Das war mein Schaden bei diesen gebrauchten Sets. Ein Teil. Und das ist eine 4x8 Plate in Dark Blue Grey. Die tauscht man für 25 Cent aus. Kauft gebrauchtes Lego. Es ist ein, und ich meine ganz ehrlich, das funktioniert, das Teil, so hat kein Problem. Da ist ein kleiner Gussfehler dran. So, dann haben wir diesen hier. Und klar, das ist der, ihr kennt das, hier ist nichts Wahnsinniges, Aufregendes dran. Standardelement, auch hier vorne, das war damals neu. Dieses Cockpit-Element hier, das war neu. Mittlerweile ja wahnsinnig häufig dabei. Ein wahnsinnig karges Cockpit, immerhin mit einem Sitz. Ein Hebelchen nur und vorne dann dieser kleine 2x2-Slope. Wir haben nach hinten ein Fenster, seht ihr? Da geht es durch, man sieht kaum was, aber es geht gerade so, da ist ein Fenster. Damit kann man dann sein Cargo anschauen und was da so alles läuft. Hier oben, da kommt man mit einer kleinen Hand auf jeden Fall besser ran, als mit einer großen, wie ich sie habe. Damit kann man dann diese Winde betätigen und das ist es gewesen. Was ich sehr schade finde bei dem Heli, ist diese Ecke hier hinten, natürlich mit einem blauen Pin, super hässlich. Und dass das nicht verkleidet ist und dass das hier unten auch einfach so weiterläuft. Also dass hier keine Schräge angepasst worden ist, um die ganze Sache einfach ein bisschen schöner zu gestalten. Da wäre noch was gegangen, prinzipiell finde ich. Ansonsten ist der Deal mit einem ziemlich üppigen Heli, viel umbaute Luft, aber trotzdem ziemlich üppiger Heli und das noch dabei mit den Hundchen vor allem und das hier, war für 20 Euro ein echter Deal. Da kann man nichts sagen. Und das war, wie gesagt, von Lego 20 Euro. Das war nicht, wir Händler haben die 10 Euro draufgelegt, damit der Preis runtergeht, sondern das war so eine gemeinschaftliche Werbeaktion. Unser EK ist ein bisschen gesunken, dafür ist die UVP stark gesunken, etc. Es war alles, das war ein guter Deal. Hatten wir damals dann auch ein Jahr später oder sogar gleichsam mit der 60044, mit dem Überwachungstruck von der Polizei. Das war auch ein Knüller-Angebot. Wahnsinnig gutes Set. Und dann sind wir da dabei. Und jetzt nur mal für euch, weil ich ja natürlich auch das andere Set ja noch da habe, selbstverständlich, ich habe es ja nicht weggeschmissen, nachdem ich es euch gezeigt habe. Jetzt mal hier, das war der kleine Heli aus dem Arktis-Basislager und der geht wirklich noch kleiner, wenn er dann so ist. Schaut mal den Orange-Anteil an. Das Ding hier ist quasi gar nicht vorhanden. Der ist winzigst und der hier war schon, habe ich mich schon gewundert, wie wenig da überhaupt als Heli geht und das ist das wenigste Heli möglich, glaube ich. Also weniger Heli ist einfach nicht drin, dann ist er nicht mehr da. Und das finde ich ein bisschen schade. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Set stimmt für mich einfach nicht wirklich. Wenn man sieht, dass dann solche Sachen nicht mal in der Qualität gemacht werden und das ist schon wirklich reduziert aufs Nötigste, das ist zu reduziert. Und im Verhältnis dann natürlich dann die Großen dabei. Aber auch hier seht ihr, da ist wenig Masse. Ja? Es geht um den Spielwert. Es geht nicht ums Bauerlebnis. Es geht nicht um Bautechniken, die wahnsinnig aufwendig sind oder sowas. Es geht wirklich nur um das Spielerlebnis. Und nochmal fällt mir dann auf, wie cool ich mein kleines Kettenfahrzeug hier finde, was auch super gut läuft. Auch wieder aus dem Arktis-Basislager. Das ist für mich das beste separate kleine Spielgefährt in diesem, von allen hier. Und wir haben natürlich noch mehr Huskies. Wir müssen noch mehr Huskies auf den Tisch bringen. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Natürlich noch ein Bauzi hier, Eisbär. Und das ist auch nochmal der Unterschied. Das war der Mini-Scooter aus dem Basislager. Das ist der Mini-Scooter aus dem Schiff. Auch nochmal runtergedampft. Ja? Also alles nochmal weniger. Und natürlich der größte Punkt, das ist das Basislager, was ihr dort bekommen habt.
Und ja, jetzt muss ich aber mal rübergreifen. Das ist das Basislager, was tatsächlich in dem Set auch drin war. Das heißt, ihr habt von allem weniger, von allem die schlechtere Ausführung, wenn man jetzt mal das Fahrzeug hier mit diesem hier vergleichen möchte und die ganzen Viecher und so weiter und so fort. Und das ist dann noch das Basislager, was ihr bekommt. Das Einzige, was ihr hier tatsächlich habt, ist der Schiffsrumpf. Das war's. Also nur über dieses Ding, das ist ein Schiffsrumpf und der schwimmt, wird der gesamte Preis gerechtfertigt. Und das Set hier war nicht im eingeschränkten Handel, das war im freien Markt. Das ist natürlich dann nochmal eine extra Bonus. Ja. Und wie gesagt, schade finde ich, dass hier die Möglichkeit nicht vorgesehen war, obwohl ich meine, die Sets sind gleichzeitig in die Produktion gegangen, dass zum Beispiel das hier dann hiermit verbunden wird. Also dass das irgendwie länger oder dass das einfach vorbereitet ist. Man kann es natürlich machen, weil es Lego ist. Muss man sich halt selbst ausdenken. Aber ich finde es immer schade, wenn der modulare Gedanke nicht gleich in einem Lego-Set verankert ist. Und vor allem am besten nicht nur in einem Lego-Set verankert ist oder in einer Serie zumindest, sondern dass man auch sagt, cool, wir haben dann noch die Polarforscher oder also Tiefseeforscher. Rein damit, Küstenmacher rein damit. Dass man sagt, man kann seine Welt groß bauen. Vielleicht noch eine Hafenanlage dazu oder so, weiß ich nicht, ein Schiff. Ja, alle diese Sachen. Es geht auch immer darum, dass du möglichst gut zu verbinden, damit alles miteinander harmonieren kann. Und das sind für mich Sachen, das muss nicht bei jedem Set sein, man kann ja auch ein bisschen eigene Leistung bringen, aber wenn man die beiden Elemente hat, das bietet sich doch so hart an, dass man hier diese Tür hat, das hier aufmacht und man hat einfach die Möglichkeit hier unten, dass das hier Technikpins sind, damit man die zusammenstecken kann, sauber. Das verstehe ich nicht ganz. Wie gesagt, das geht natürlich, man kann es selbst machen, man baut die Wände selbst um, man nimmt hier oben Pins rein, man lässt die Tür weg und so weiter und so fort. Man kann das natürlich improvisieren, aber die Vorlage ist so hart, verstehe ich nicht, warum das nicht gemacht ist. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Das ist einmal die Arktiswelt. Es gab natürlich dazu noch ein Flugzeug, das war auch wieder exklusiv. Und es gab noch ein bisschen kleinere Sets, aber ich denke, die drei sind die wichtigsten. Das sind die Masse ausgemacht haben. Und das hier natürlich das, weil es besonders war, weil es das Top-Set der ganzen Serie war. Wollte ich es euch einmal zusammen zeigen. Schaut, wo ihr sie bekommt. Ihr bekommt einiges sehr, sehr gut auf eBay. Schaut bei Specials, die extrem teuer in Deutschland sind, bei Breckling, was der internationale Markt sagt. Da geht auf jeden Fall was. Und schaut, ich fand es so putzig nach dem Video über dieses Arktis-Basislager. Ich sehe das gar nicht für 25 bis 30 Euro. Oder 30 bis 40, was auch immer ich gesehen habe. Ich denke jetzt, ich habe es doch sogar verlinkt. Und die beendeten Angebote zeigen es sehr deutlich. Also keine Ahnung, wie da noch ein Missverständnis passieren kann. Aber schaut immer bei solchen Sachen, wie war der Preisverlauf in den letzten Wochen. Könnt ihr auch bei Bricklink machen. Ihr seht, wie war der Preisverlauf der letzten Wochen. Damit ihr eine Idee bekommt, was Sachen möglicherweise wert sind und wo ihr über den Tisch gezogen werdet und wo nicht. Und dann, wenn ihr das Gefühl dann habt und euch ist das dann auch noch wert, schlagt zu, dann werden alle glücklich. Habt eine großartige Zeit und nette Leute um euch. Bis bald.